So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Hannover auf dem Messegelände. Es gibt übrigens erste Überlegungen für die PS Days 2021. Die werden hoffentlich tatsächlich stattfinden, aber dazu später auf jeden Fall mehr. Wir sind heute hier und zwar haben wir uns überlegt, wir gehen mal zurück in die Vergangenheit und testen mal ein wenig ein paar Ampelstarts. So wie man es von früher kennt, man will maximal schnell von der Stelle loshämmern und genau deswegen sind wir heute hier, damit wir das Ganze von innen und außen mal ein bisschen schön testen können. Das heißt, ihr bekommt mehrere Episoden. Heute testen wir das Ganze mit dem Frontantriebauto. Nächstes Mal machen wir dann mit dem Allradauto und zum Schluss mit dem Heckantriebauto auch noch weiter. Weil ich denke, bei allen Autos gibt es verschiedene Varianten zum Losfahren. Beim Allradauto, jeder kennt es, da kannst du einfach, wenn die Kupplung es mitmacht, Vollgas einfach fallen lassen. Bei Frontantrieb ist halt die große Frage, wie stark darf es durchdrehen, bis wie viel Schlupf macht Sinn und was ist zu viel und was ist zu wenig. Wir haben Driftbox dabei, das heißt, wir können uns am Laptop schön die G-Kraft am Ende angucken. Und wir haben den Abarth dabei, weil der relativ gut reproduzierbar 0-100 fährt und dazu auch nur einen Schaltvorgang braucht. Der fährt nämlich im zweiten Gang 100. Ja, wir fangen einfach mal zu zweit im Auto an, fahren Oma-mäßig los, schalten ganz normal und gucken mal, was da für eine Zeit steht. Das Auto fährt so im Bereich von ungefähr 7-8 Sekunden. Mit ganz viel Glück am Ende eine 6er Zeit und dann arbeiten wir uns immer weiter nach vorne. Das heißt, nach kürzester Zeit wird dann irgendwann Maxi ausschalten, dann fahre ich alleine. Dann testen wir mal, was passiert, wenn man einfach Vollgas fallen lässt. Dann gucken wir mal, was optimal ist und ganz zum Schluss, nee, dann lassen wir die Luft außen reifen. Aktuell sind 2,2 Bar drin und als allerletzten Step machen wir mal Heizdecken drauf und gucken mal tatsächlich, wie groß der Unterschied ist, wenn die Reifen mal richtig durchgeheizt sind. Die Sonne geht langsam unter, das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Das heißt, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und fahren einfach mal los. So, wir haben das Maximum an Messequipment rausgeholt, unser Driftbox mit SD-Karte drin. Das heißt, wir können uns auf dem Laptop gleich die Daten angucken. Wir haben eine externe GPS-Antenne auf dem Dach und wir haben den Abarth. So, als allererstes fahren wir jetzt wirklich mal einfach nur erste Gang los. Treten dann Vollgas rein, schalten den zweiten langsam und gucken mal, was passiert. Schon wieder zu nervösen Gastfuß hier. Wir wollten ja langsam losfahren. So, das Vollgas, Drehter, Bremse, nächste Gang. So, Lauf Nummer 1. Wir haben, wenn man das erkennen kann, ja, kriegen wir hin. 0,100, eine 8,1, 0,60, 3,6. Da lag ich ja schon mal gar nicht so schlecht. Also das ist schon mal für so Gefahren gar nicht so schlecht, weil das ist nämlich fast Werksangabe. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir das Gleiche machen. Mit schnell schalten. Ich vermute mal, der Schaltvorgang, wenn ich jetzt richtig durchziehe, werden alleine 2 bis 3 Zehntel sein, würde ich sagen. Das ist ja nicht schlecht. Sagt mir mein Bauchgefühl so. Ich bin gespannt. So, also wir fahren wieder normal an. Und Vollgas. Hört sich so an, als wenn wir gerade einen Auspuff verloren haben. Dann gucken wir besser mal. Jawohl. Ja, wenn du hier einmal runterleuchtest, sieht man, wie leider das Rohr aus dem Tupfen rausgefallen ist. Alter, da prügeln wir stundenlang das Ding auf der Rennstrecke rum und nichts passiert. Ne? Hier fährt man einmal eine Zeit. Und das Ding fällt raus. Ja, was machen wir jetzt? Aber klingt jetzt gut hier hin. So muss er klicken. Jawohl. Ach ja. Du siehst das Problem, ne? Ja, wir müssen erstmal kurz gucken, wie wir hier den Auspuff wieder reinkriegen.
Ja, ich überlege auch gerade, wir könnten theoretisch den Auspuff jetzt einfach komplett abnehmen. Den. Hängen das Rohr da wieder rein. Wo rein? Da in der Mitte. Ja. Und fahren einfach so. Ohne Entschalt einfach. Genau. Wie geht denn der hier ab? Theoretisch hängt der nur drin. Und wenn wir ihn einmal abhaben, dann ist halt ab. Und ich weiß leider, diese Steckverbindung ineinander zu kriegen. Das ist die Hölle, ja? Also die hier. So, also wir haben erstmal spontan den Endtopf abgenommen. So, jetzt müsste eigentlich der Spruch kommen, ich habe zufälligerweise eine Waage mit. Ich habe sie heute aber nicht mit. Alter, weil das Ding, da können wir richtig Gewicht holen. Also das Ding wiegt, würde ich sagen, 10, 15 Kilo. Was krass ist hier, da hat G-Tech damals schon einen Ausschnitt gemacht, weil er da scheinbar an der Karosse klappert. So. War Step 1. Also, unser Plan ist jetzt folgender. Eigentlich ist das nur eine Schiebemuffe, aber jeder von euch hat schon mal probiert, über Kopf diese Schiebemuffen ineinander wieder reinzukriegen. Ist übelster Film, das würde ich schon lieber gerne auf der Bühne machen. Das heißt, ich habe geguckt, da wo der Auspuff jetzt hinblasen würde, da sind nur Hitzeschutzbleche. Das heißt, ich würde dem eigentlich, wenn wir jetzt nicht allzu viele rumfahren und ein bisschen Fahrtwind haben, würde ich sogar zutrauen, dass wir so einfach fahren. Ach ja. Aber meine Laune ist auf jeden Fall wieder gut, weil da geht auf jeden Fall noch jede Menge Gewicht. So, wenn ihr sowas macht wie ich gerade, immer unbedingt, falls die Wagenheber aufgeben, an einer Stelle das Auto vorher sichern. Da reicht auch irgendwie eine Felge oder ähnliches. So, das wird jetzt natürlich ein bisschen klappern und so. Es kann auch sein, dass der aus dem Gummi rausgesprungen ist und sich dann aus dem Topf rausgezogen hat. Stimmt. Ich würde sagen, wir machen das anders. Wir vergessen mal die ganzen Zeiten, die wir eben gefahren sind. Wir fangen nochmal von Null an. Ja. Und als allererstes fällt mir auch ein, fangen wir mal an mit ESP an. Stimmt. Ja, als allererstes ESP an. Machen wir. So, auch in diesem Video gibt es natürlich wieder was zu gewinnen. Wie wir gesagt haben, bis zum Jahresende ziehen wir das durch. Eigentlich bis Essen Motorshow, dann war es Weihnachten, jetzt ist es Jahresende, egal. In diesem Video kriegt in einer Woche der Kommentar mit den meisten Likes. Mittlerweile mache ich dieses Gewinnspiel halt schon deswegen, weil wir uns immer so über eure Kommentare amüsieren. Ne? Ja, also das ist schon, man lädt ein neues Video hoch und bumm, die Kommentare, was ihr euch teilweise einfallen lasst, ist wirklich witzig. In diesem Video gibt es mal zu gewinnen zwei von unseren schönen Alos Campingstühlen. Wir hatten ja schon mal ein Viertelmeile Starterpaket verlost. Wir haben leider gerade keine da, ich weiß aber, dass ein Container unterwegs ist. Das heißt, bis dahin sollten auch wieder Stühle da sein und ja, der glückliche Gewinner kriegt von uns zwei Stühle mit praktischem Getränkealter. Das ist ein Traum. So, also wir vergessen mal alle Zeiten, die wir eben gerade gefahren sind. Wir fahren jetzt ganz normal mit ESP an. Anschließend drücke ich auf den TTC-Knopf. Das ist eine elektronische Differentialsperre, wo er die Reifen bremst und vergleichen die beiden Zeiten mal. Jawohl. Ah, aber der Klang sagt mir auf jeden Fall, dass es hier doch nochmal Zeit für ein kleines Abgasanlagen-Upgrade. Ja. Aber bei dem Gewicht ist das natürlich auch nicht nur klangbedingt, ne? Ja, 5 Kilo gehen da locker. Ich kontrolliere einmal mal, wie heiß das da hinten so wird. So, also ESP ist an. Ich rolle jetzt wirklich nur an und trete dann rein. Dann fängt er natürlich im ersten Gang sofort an durchzudrehen und die Lampe blinkt. Und ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, normal zu schalten. So, und Vollgas. Jetzt wirklich mal bilderbuchmäßig langsam geschaltet. Das war jetzt 0, 100, eine 8, 0, 0, 60, eine 3, 4. Nächster Versuch, immer noch ESP an.
und ich ziehe mal richtig schnell am Hebel. Meine Vermutung ist, dass das ESP sogar ganz gut funktioniert und wir werden am Ende ohne ESP kaum schneller sein. Also ich fahre wieder normal los und Vollgas. Und jetzt? Okay, das geht sogar gar nicht mit Schnellschalten. So, das war jetzt interessant. Mit ESP an geht Schnellschalten gar nicht. Das heißt, wir können schnell schalten mit ESP, können wir gar nicht machen, weil der lässt es definitiv nicht. Ja, also vorne ist auf jeden Fall Baustelle von der Antriebswelle. Ja, die macht immer klack klack. So, also schnell schalten inklusive ESP an geht nicht. In dem Moment macht er quasi, erkennt irgendwie das, was nicht passt und unterbricht komplett. Ja. Das war eine 9.1, aber der hat die ganze Zeit ja kein Gas angenommen. So, jetzt habe ich an meinem Knöpfchen hier ESP ausgemacht. Das heißt, jetzt ist ESP aus und ich kann das Ding voll durchziehen. So, ich rolle an, trete rein, schalte langsam in zweiten, aber ich lasse ihn einfach nur drehen mit ESP aus. Mal los. Ja, Knall, ne? Ich dachte, irgendwas abgerissen, ey. Nee, das ist nur, wenn ich langsam schalte, hat der schon so ein Schuhknallen. So, das war jetzt eine 8.2. Eine 8.2, das heißt, ihr seht auf jeden Fall, es ist egal, ob ich ESP anlasse oder ausmache. Also wenn ich ihn einfach nur drehen lasse, sind wir auf jeden Fall gleich schnell. Das heißt, bei so einem Auto kann man schon mal pauschal sagen, es ist egal, ob er das Drehen wegregelt oder man ihn einfach nur drehen lässt. Es ist auf jeden Fall gleich. So, wir müssen uns jetzt am Ende auf jeden Fall einmal, während die Heizdecken gleich auf dem Auto sind, müssen wir uns auf jeden Fall einmal die Aufzeichnung auf der Driftbox aufgucken. Weil da sehen wir ja ganz genau, wie hoch die G-Kraft war. So, was machen wir jetzt? Jetzt wieder normal anrollen, reintreten. Ich sehe auch an der 0,60 immer, dass das Reintreten relativ gleich ist. Weil wir haben da jetzt eine 3,6, davor hat man eine 3,4. So, jetzt rolle ich wieder, nicht immer erschrecken, wenn das so ein bisschen lauter klingt. Ich fahre schon relativ gleichmäßig an. So, das heißt, wir resetten wieder. Und jetzt gucken wir mal, was den Schaltvorgang ausmacht. Ich sage, der Schaltvorgang eben gerade war locker eine halbe Sekunde. So, wir rollen an. Und Feuer frei. Okay, das ist krass. Jo, alles klar. Es wird doch ganz schön schnell, das Auto. Wir haben jetzt 0,100, eine 6,5. 0,60, eine 3,5. Beim ersten Lauf hatten wir eine 3,4. Ja. Das heißt, das Anrollen war identisch. Aber der Schaltvorgang von 1 in 2 jetzt in schnell gerissen sind wirklich 1,5 Sekunden. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist schon heftig. Ja. Aber würdest du sagen, könntest du noch schneller schalten, so vom Gefühl her? Nee, oder? Nee, also das war jetzt schon mit Absicht, maximal schnell durchgerissen. Okay. So, wir können jetzt eine Sache gucken, ob ich vielleicht, indem ich einen Tucken aggressiver losfahre, dass ich ihn gleich aus dem Stand schon ein bisschen drehen lasse, so vielleicht nochmal 2-3 Zehntel hole. Mehr ist das aber nicht. Man muss dazu sagen, mit diesem kleinen K03 Turbolader, der spricht so krass so schnell an, ne, dass ich jetzt glaube, wir können nicht mehr so viel rausholen. Okay. So, pass auf, jetzt gucke ich. Muss mal ein bisschen mit Gas losfahren und dann reiße ich ihn auch wieder durch. So, jetzt sehen wir. War gar nicht so schlecht geschätzt. Unsere 0,60 hat sich verbessert auf eine 3,1. Das heißt, wir haben 4 Zehntel geholt. Gegenüber dem langsam losfahren. 0,100, eine 6,3. Das heißt, wir haben in Summe 2 Zehntel geholt, weil der Schaltvorgang somit ein Atömchen schlechter war. Aber man kann so auf jeden Fall noch mal eine Nummer aggressiver losfahren. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt würde ich vorschlagen, wir setzen dich einmal ab. Jawohl. Ich fahre einmal alleine und dann lassen wir lupfern. Ja. Also, Maxi ist ausgestiegen. Was wiegst du?
um die 90. 90 Kilo weniger. Ich glaube, es macht bei Frontantrieb nicht so viel aus, wenn dann eher so in der Beschleunigung ab 60. Das heißt, wenn alles gut läuft, wird jetzt aus einer 6,3, sage ich, eine 6,0 bis 6,1. Noch nicht mal eher 6,1, 6,2. Also schon wirklich sehr nah. Noch gar nicht so schlecht getippt. 3-1 und 6-1. So, also wie ich gesagt habe, 6-1. Zwei Zehntel ungefähr der Beifahrer. Kommt definitiv hin. Jetzt muss man dazu sagen, habe ich gerade akustisch gehört, vielleicht habt ihr es von außen auch gehört, das Auto muss eine Art Anfahrhilfe haben. Ich stehe voll drauf und der macht erst nur halbe Drehzahl frei bis kmhx. Der okay. läuft erst so mit 4000 Umdrehungen und dann macht er komplett frei. Also der dreht nicht so komplett radikal frei von unten aus durch, ne? So, jetzt lassen wir mal die Luft ab. Damit wir da einen Effekt von sehen, müssen wir das jetzt, auch witzig, sie sind immer noch eiskalt. Krass. Damit man das natürlich vernünftig merkt, müssen wir das jetzt radikal machen. So, wir haben 2 Bar drauf. Ich würde es jetzt mal wirklich ablassen bis auf 1 Bar, damit man da richtig einen Effekt von hat. Und dann gibt es den nächsten Start. Das Geräusch kann ich mir gewöhnen auf jeden Fall. So, wir haben jetzt abgelassen auf 1,0. Das ist natürlich nichts für den Straßenverkehr. Das geht jetzt hier. Das ist jetzt wirklich eine reine, ich sag jetzt mal, Drag Race Einstellung. Aber der Reifen kriegt einfach durch den geringen Luftdruck mehr Auflagefläche. Man sieht es auch, die Flanken gehen nach außen und genauso auch in der Länge. Und durch die höhere Auflagefläche hat man einfach mehr Grip. Zusätzlich wird der Reifen weicher von der Karkasse her. Das heißt, der Reifen kann sich mehr so in den Boden krallen und einfach mehr mit den Bodenwellen arbeiten. Bin mal aber gespannt, ob wir es messen können. Habe ich so auch noch nie getestet, aber wir gucken mal. Das war jetzt aber definitiv ein bisschen zu viel durchgedreht, hat man richtig auch gemerkt. Okay. Also ich muss doch probieren, mit ein bisschen weniger Schlupf anzufahren. Also ein mache ich noch. Eine 2,7. Ui. Weil ich weiß nicht, ob man es auch gehört hat. Das Auto ist genauso mit dem Laderkommen losgefahren. Also er stand nicht auf der Stelle und hat gedreht, sondern ich habe so eine Mischung aus Gas geben und losfahren und dann reintreten. Okay. So muss man losfahren. Habe ihn dann allerdings leicht im Begrenzer gedreht, deswegen war es wieder nur eine 6,1. Also einen letzten Lauf testen wir noch. Alles klar. Das war wieder eine 2,7, 0,60, was okay. schon echt nicht schlecht ist, 0,100, 6,0. Immerhin. Immerhin eine 6,0. Viel mehr geht jetzt auch nicht. Der wird jetzt natürlich auch ein bisschen wärmer von der Ansauglufttemperatur. Wir müssten jetzt kälter fahren und so weiter. Aber wir sehen auf jeden Fall eine Steigerung. Ich würde sagen, schmeiß dich rein, wir machen Heizdeckenschaltung. Jawohl. So, während die Heizdecken unsere Reifen wärmen, gucken wir mal einmal in die Driftbox rein. So. Wir sehen hier in Rot Geschwindigkeit und in Schwarz die Gehkraft und hier unten die Zeit. Das heißt, man sieht schön, dass wir immer genau bis an die 105 km/h rangefahren sind. Das ist der Drehzahlbegrenzer, zweite Gang. So, jetzt ist es allerdings so, dass wir da leider nicht allzu viel sehen werden. Ich nehme mir mal zum Beispiel mal diesen Lauf hier. Und hier sehen wir, erste Gang, fahren langsam los und treten dann rein. Das heißt, man sieht so ein bisschen die Gehkraft. Leider ist die Abfragerate
nur 10 Hertz bei dem Teil. Das heißt, wir haben 10 G-Kraftpunkte bzw. 10 GPS-Punkte pro Sekunde. Und deswegen ist die Linie hier schon recht zackelig noch. Dazwischen interpoliert er zwar und erstellt halt so diese schöne Kurve. Ja, aber es ist für unsere Auswertung jetzt eigentlich nicht gut genug. Fakt ist, man sieht, wie es theoretisch die G-Kraft sich relativ langsam aufbaut. Dann kommt der Schaltvorgang. Hier bremsen wir richtig ab. Bis auf minus 0,165 G beim Schaltvorgang sogar. Das heißt, man bremst sogar richtig. Dann nächste Gang rein und weiter geht's wieder los. Und Ende zweite Gang sieht man auch, wie die G-Kraft immer weniger wird. So, das heißt, die Beschleunigung wird schwächer. Jetzt sieht man hier sehr schön, wie ich damals vermutet hatte. Wir haben ungefähr einen Schaltvorgang von einer Sekunde. Von 2,95 bis 2,96 ist halt eine Sekunde, die wir da einfach mal beim Schalten verlieren. Und hier haben wir jetzt schnell geschaltet. Man sieht wieder, G-Kraft baut sich langsam auf und zack ist der Schaltvorgang eigentlich fast komplett weg. Hier haben wir zwischendrin einmal kurz einen Punkt, wo er von der G-Kraft her auch wieder so weit runterfällt, dass er kurz abbremst. Also man hat immer noch das Abbremsen beim Schalten, aber man sieht immer noch eine kleine Welle drin. Bei einem DSG-Auto wäre es jetzt tatsächlich so, dass diese Kurve komplett eine Linie ohne Zacken drin wäre. Haben wir schon mehrfach immer bei DSG beobachtet. So, nehmen wir jetzt die letzten Läufe, wo wir hart eingekuppelt haben. Da sieht man halt hier vorne richtig schön, wie bumm, losfahren. G-Kraft geht gleich deutlich aggressiver nach oben und wird dann bis zum Ende des Gangs immer mehr. Knackiger Schaltvorgang und Ende des Gangs wird die G-Kraft wieder weniger. Jetzt hier Rückschlüsse drauf zu ziehen mit G-Kraft, wie hoch, wie schlecht, wie auch immer, geht schlecht, weil ihr seht zum Beispiel hier, wenn wir uns diese Spitzen hier angucken, wir haben hier mal 0,8 G. Gehen wir jetzt einen Messpunkt weiter nach vorne, sind es 0,55. So, das heißt 3/10 G Unterschied ist schon jede Menge. Dazwischen interpoliert er und bildet dann halt einen Mittelwert. Das ist dann eigentlich die Zeit. Und ja, das heißt, ich würde mal behaupten, da können wir jetzt gerade wenig mit anfangen, bis auf die gefahrenen Zeiten. Die sind natürlich immer cool. Ich würde sagen, das reicht an der Stelle auf jeden Fall. Mehr können wir da nicht sehen. Ich hätte mir gehofft, dass man so ein bisschen mehr sieht, dass die G-Kräfte unterschiedlich sind. Sie sind aber leider relativ gleich. Sieht man auch gut daran. Wir haben hier alle Läufe zusammen. Das Schwarze ist die G-Kraft. Und wenn ihr hier so komplett guckt, ist es wirklich bei fast allen geht die gleich. Wir haben das Einzige, was man sagen kann, ist, in dem Moment, wo wir hier ist Maxi ausgestiegen, hier sind wir alleine gefahren, da haben wir schon mal ein paar Ausreißer, die ein bisschen höher sind. Das ist das, was am Ende die Zeit auf jeden Fall schneller macht. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir es wirklich im Detail uns hier angucken können. So, jetzt wird es langsam auch dunkel. Wir probieren auf jeden Fall nochmal einen Lauf mit Heizdecken hinzukriegen. Und dafür nehmen wir die immer schnell vom Auto runter. Bei Heizdecken ist immer die Sache, ihr müsst, die Heizdecken gehen sofort kaputt, wenn das Auto drauf steht. Weil in diesen Heizdecken ist hier eine Windung drin. Das ist wie einfach eine Heizspule durchgehend. Und wenn da eine einzige von kaputt ist, in dem Moment ist Unterbrechung. Die Heizdecken, das ist jetzt natürlich nicht die Reifentemperatur, sondern die Temperatur von den eigentlichen Decken, haben 80 und 85 Grad gerade. Wir haben aber was zum Messen mit. Dann können wir nämlich gleich mal die Reifentemperatur messen. 30 Grad, 14 Grad. So, und jetzt gucken wir mal, was die Reifen so sagen. Das ist auf jeden Fall richtig schön warm. Oh doch, guck. Wir haben es aber immerhin auf 63 Grad die Reifen bekommen. Mittig 59. So, und jetzt müssen wir nämlich eine Sache machen. Um wieder einen korrekten Vergleich zu haben, müssen wir natürlich wieder die Luft ablassen. Eigentlich müssen wir das Auto jetzt auch draufstellen. Und siehe hier, wir hatten ihn auf 1,0 abgelassen. Wir sind tatsächlich schon bei 1,2. So, jetzt gucken wir nochmal belastet. Müsste es noch ein bisschen mehr sein? Ja, ungefähr gleich. So, das heißt, wir lassen den Reifen jetzt wieder auf 1,0 ab. So. Der ist griffig. Pass mal an, Maxi, wie warm die sind. Schon eine schöne Heizdecke, ne? Angenehm, ja. So, jetzt müssen wir uns natürlich beeilen, dass es nicht zu kalt wieder wird.
Das heißt, wir nehmen die letzten Sonnenstrahlen mit. Ich fahre dich schnell wieder rüber und dann fahren wir schnell eine Zeit. Jawohl. So, wie war's? Ja, also ehrlich gesagt, keine Verbesserung. 060 wieder 2,7. Okay. 0,100 6,0. Huh. Identisch. Hab jetzt dreimal probiert. Einmal war ich im Begrenzer gefahren, erste Gang. Da war es natürlich direkt wieder so, dass er dann ein bisschen langsamer wurde. Das war, glaube ich, eine 6,3 oder so. Aber ich spüre definitiv nicht, dass er aus dem Stand... Okay, jetzt sind die Reifen auch schon wieder kälter. Ich spüre nicht, dass er aus dem Stand definitiv besser nach vorne geht. Okay. So, weil fass mal jetzt hier an. Das sind definitiv keine. Ja. So, nochmal das Thermometer hier rausgeholt. Ja, siehst du, siehe da. Ich sehe gar nichts. Kannst du das erkennen? 35 ja. Grad? Ja. Und wir sind wirklich keine 100 Meter dahin und zurück gefahren. Also, dann haben wir sie definitiv noch nicht stark genug durchgehitzt. Ne? Mhm. Und fertig. So, aber wir können aber festhalten: auf jeden Fall Frontantrieb. Abarth 6,0 auf 100, finde ich persönlich schon sehr schnell. Werksangabe sind übrigens 8 Sekunden. Ach, echt? Ja. Ja. Da sind wir allerdings schon massiv schneller. Hat mal wieder durchgehalten. Beim Lenken knackt eine Antriebswelle mal wieder. Die Baustelle hatten wir ja schon öfter mal. Das kommt immer davon, wenn der Sturz vorne zu groß wird. Dann knickt auch in dem Moment das Antriebswellengelenk ab. Und wenn man dann um die Kurve fährt, knackt okay. Das so. Ne? Ist ja. Natürlich nicht cool. Wir hätten euch gerne in diesem Video viel, viel mehr gezeigt. Ich würde es euch trotzdem gerne zeigen. Ihr habt es auch gerade gesehen. Abschließend kann man auch auf jeden Fall sagen, es kommt definitiv darauf an, wie ihr schaltet. Das ist einfach bei einer Zeit das A und O. Diese Zeit werdet ihr nie wieder reinholen, wenn ihr langsam schaltet. Und der Moment, wo man losfährt, ist halt wichtig. Danach ist es eigentlich fast egal. Wenn das Auto erstmal im Rollen ist, wenn er dann durchdreht, kann man erstmal in den Bereichen vernachlässigen, weil das ist jetzt ja auch ein Auto, was jetzt nicht irgendwie 100 km/h schlupfert, sondern ihr dreht dann mit den Vorderrädern 60 und das Auto fährt 40. Das ist noch in einem Bereich, der okay ist, schnell schalten und los geht's. Radikal durchdrehen lassen vom Start aus, haben wir auch gesehen, macht einen Tucken langsamer. So, jetzt zeige ich euch noch eine letzte Sache, die sehr interessant ist. Jetzt sind wir nämlich bei der eigentlichen Analyse, die ich mal gerne mache. Das ist nämlich die Strecke, die man braucht. So, was ich euch zeigen wollte, ist der allererste Lauf, wo wir so langsam geschaltet sind. Haben wir hier unten drin irgendwo die Strecke, die wir fahren. Distance. So, die machen wir an. So, da sehen wir hier Distance. Wir fangen bei 0 Metern an. Jetzt beschleunigen wir. Der Schaltvorgang ist ungefähr nach 30 Metern. Nach 30 Metern haben wir übrigens schon 60. Dann kommt der Schaltvorgang. Wir brauchen beim Schaltvorgang von Meter 30 geht der Schaltvorgang ungefähr bis 52. Das ist viel. 22 Meter brauchen wir alleine nur bei dem Schaltvorgang. Und in Summe, bis wir bei 100 sind, brauchen wir somit 126 Meter. So, das war der Lauf, wo wir langsam geschaltet haben. Jetzt nehme ich einfach mal nur als Referenz dazu. Jetzt muss ich es einmal neu laden hier. So, ja, soll heute einfach nicht sein. Scheinbar hat gerade beim Karte aus der Driftbox ziehen und hier reinstecken und das Programm war noch offen, hat sich irgendwas überschrieben, ich habe keine Ahnung. Fakt ist, wenn ich jetzt auf jeden Fall versuche zu öffnen, ist nichts drauf. Das heißt, dadurch, dass ich zwei Schritte vorher den Graphen beschnitten habe, vorher und nachher alles weggemacht habe, habe ich jetzt auch noch nur noch genau diesen einen Lauf und kann wirklich nichts mehr machen. Ja, ich würde sagen, wir nutzen das Ganze und machen Feierabend. Ich hoffe, Maxi kriegt da trotzdem irgendwie ein cooles Video raus. Ja, mal gucken, kriegen wir schon hin. Ein bisschen Action war ja dabei. Ich denke, wir zeigen euch trotzdem das Video, auch wenn eigentlich so alles schief gelaufen ist, was schief laufen kann, inklusive dem Auspuff. Positives, ich weiß jetzt, dass der Auspuff tonnenschwer ist und dass das Ding echt geil klingt ohne Auspuff, aber das, was wir euch eigentlich zeigen wollten, hat nicht funktioniert. Beziehungsweise nicht funktioniert, ist nicht korrekt. Wir haben euch auf jeden Fall gezeigt, wie man zwischen 8 und 6 Sekunden fahren kann. Wir werden diese Videoreihe auf jeden Fall fortführen und dann zeigen wir euch auf jeden Fall nochmal ein Allrad- und ein Heckantriebauto und hoffen, dass da auf jeden Fall alles besser läuft.
In diesem Sinne, danke trotzdem fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.